Ah, oh, es fühlt sich wie ein Nachhausekommen an. Es fühlt sich wie ein Nachhausekommen an. Okay, Freunde. Ich hoffe, ihr seid ready. Wir brauchen dann natürlich auch fürs Reddit einen neuen Banner und alles. Fürs Reddit. Das ist natürlich Pflicht. Ja, ist ja ganz klar. Da müssen wir dann, das müssen wir dann auch wieder ein bisschen aufpolieren. Alter, wie lange waren wir nicht mehr hier? Holy shit, wie lange waren wir nicht mehr hier? Es gab keine Reddit-Time mehr seit 144 Tagen. Echt fast ein halbes Jahr. 144 Tage sind knapp 5 Monate. Aber es ist dennoch zufällig, wenn du ins Reddit gehst und machst es wieder einen festen Tag. Mal gucken. Wir hatten zwar mit dem festen Tag dann immer dieses Chart-Problem, so mit dem Motto, Leute haben nur zu gewissen Zeiten gepostet. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht war das gar nicht so bad. So dadurch war es für die Leute ein bisschen berechenbar, ein bisschen planbar. Vielleicht ist es auch gar nicht so bad. Ja, also wie gesagt, hier ist absoluter Trash drin. Oh mein Gott, jemand hat ein Battlefield Heroes Design gemacht. Vor 11 Minuten. Er wollte sich in New reinsneaken, ne? Das ist ein sehr cooles Design. Aber wie viel kostet das? 2, 4, 6, 800? 1000, das kostet 1800 oder so. Bruder, aber für Battlefield Heroes Posts gibt es prinzipiell immer ein Upvote. So, ich gehe jetzt nur kurz durch New und dann werde ich auf Top des Jahres gehen. Damit haben wir dann nämlich noch die besten Chancen, einigermaßen gute Memes zu erwischen. Auch mit der Gefahr, dass sie halt teilweise 4 Monate alt sind oder so, ne? Wenn Hübi irgendwas in der BOTW random macht. Oh, süß. Oh, süß. Das ist ja eine Zeichnung. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas wie Rage LP. Aber oh boy. Karte wurde deaktiviert. Ach, das ist so ein Berg, den man hochklettert. Ach, hier regnet es überall. Das ist schon cute, though. Ich meine, das kann natürlich auch ein 20-Jähriger malen, der einfach keine Ahnung von Zeichnen hat. Aber wenn ich solche Bilder sehe, dann sehe ich da immer so einen 8-Jährigen vor mir, der sich so random Streams anguckt, das total süß findet und anfängt, das irgendwie aufs Papier zu bringen. Und ich finde das dann immer mega cute. Ich habe im Kindergarten, ich glaube, ich habe das selbst schon mal erzählt, ich habe im Kindergarten immer aus Dire Dire Dogs aus Mario 64 das U-Boot gemalt. Ich habe bestimmt 20 Mal dieses Mario 64 U-Boot gemalt. Und meine Zeichnungen sahen safe nicht besser aus. Und ich sehe mich dann immer so selber davor. König Hübi, die Dokumentation. Ach du Scheiße. Direkt ein Video. Dritter oder vierter Post, instant ein Video. Eine Doku von Think Atmosphere. Ich hab legit Erwartungen. Das hier ist das Schloss Hübenthal. Hier herrscht der wohl erfolgreichste Hübenthaler der Geschichte. Oh, es fängt schon großartig an. Oh, schön. 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 Oh, ich hab's vermisst. Der wohl erfolgreichste Hübenthaler der Geschichte, König Huibi. Er macht wöchentlich große Theaterstücke, in denen er mit einem Schwert Goblins zerhackt. Seine getroffene Was stand da? Seine zerhackt. Oh, Hilfe, Hilfe. Diese Idioten merken nicht, dass ich mich einfach nur totstelle. Zur Hilfe. Sag mal, sind die komplett behindert? Seine getreuten Ritter, die Vegetarianer, stehen alle... Die Vegetarianer, die wir mit dem Leuchtfeuer geholt haben. ...unter König Hübes Befehlen. Doch es gibt ein mieses Ritual, worin auch König Hübenthal hilflos ist. Das Ritual der Monopoliara. Unter den Vegetarianern stecken... Hä, wo kommt denn dieses Bild her? What the fuck, was ist das für ein Bild? Die spielen ja wirklich Monopoly. Also der Text ist eingefügt, aber der Rest ist ja real. Unter den Vegetarianern stecken auch noch ein paar, die der Religion der Monopoliara gehören, obwohl das strengstens verboten ist. Damit die Vegetarianer kein Mist bauen. Gibt es ein paar Auserwählte, unter ihnen die Modifikatoren? Loch. Hä, ist Justin überhaupt ein Reddit-Mod? Justin ist doch gar kein Reddit-Mod. Warum ist das denn Lord Popelkeks? Oh, ist das gut! Sie haben eine unglaubliche Macht über das Reich. Dafür leben sie aber im Verlies genannt der Keller. Damit Huibi... Das war echt... Das war ein schöner... Kurz nebenbei eingestreuter Kellerwitz, der wirklich cool war. Das war ein guter Mod-Kellerwitz. Ganz alleine lebt er zusammen mit Königin Alina, auch genannt die Backpfeiferin des Todes. Die Backpfeiferin. Oh mein Gott, Alter. Strong. Sehr, sehr strong. Sehr, big Props. Wirklich, wirklich. Ich habe es massiv genossen. Big Clap. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Think Atmosphere. Diese Animationen sind etwas kaputt. Wenn man das Video pausiert, kann man sehen, wie das Gesicht verzerrt ist. Wie findet ihr Brothubi animiert? Ach du Scheiße.
Aber die sind alle einzigartig. Also diese Posts hätten alle zur damaligen aktiven Reddit-Zeit sehr gut performt. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich bin noch gute Dinge, aber ich klick natürlich auch nur auf ausgewählte, ne? Ich klick natürlich auch nur auf ausgewählte Posts. Vor 4 Tagen, Jojo, du bist doch im Reddit aktiv. Wie meine Akzeptanz vom Wechsel zu Twitch meinen Körper verlässt, in der Sekunde, wo ich einen Stream am Handy schauen muss. Twitch-Streams am Handy schauen zwingt dich quasi in den Lurk. Das Smartphone-Konsumieren von Twitch ist quasi, du lurkst oder du hast keinen Spaß. Was ist das? Hübi macht Backflip. Das wurde mir auf Discord, das hat der mir auch auf Discord geschickt. Das hat, Lichtblitz, warum hast du mir das, das habe ich auch auf Discord gesehen. Österreich ist anders. Alter. Bruder, warte mal. Erkennt man da, in welcher Stadt das ist? Dann werde ich das zur coolsten Stadt Österreichs erklären. Hans Hüber. Lol. Bruder, was eine geile Sau. Hüberstraße. Passt auf. Österreich. Hüberstraße. In Linz. Okay, Freunde. Damit ist es offiziell, Freunde. Linz ist die krasseste Stadt von Österreich. Hübi Hümder schafft es ins dieswöchige FIFA 23 Team of the Week. Bro, Alter. Digga, dieses Bild ist so alt. Aber ich habe 92 Pacing und 94 Shoot. Eigentlich echt ein gutes Edit. Eigentlich wirklich ein gutes Edit. Das ist sehr gut gefotoshoppt. Okay. Ach nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Bruder, Alter. Eigentlich müsstest du das als Profilbild nehmen. Wisst ihr so, wenn ich das sehe und mir so denke, das ist mein Werk, das ist mein Vermächtnis, das habe ich der Welt hinterlassen. Das habe ich mir aufgebaut. In 8 Jahren, davon über 3 selbstständig. Meine Enkel werden vom großartigen Hübi erzählen, ihrem Großvater. Fühlst du das auch? Bro, Alter, ich hab dieses Template ja noch nie gesehen. Alter, diese Fresse. Oh mein Gott, ich hab dieses Meme-Template noch nie gesehen. Das ist so gut. Das ist so gut, Bruder. Ich krieg dieses Bild immer nicht in einen neuen Tab geöffnet. Hier. Eins, zwei, Wedded Time X-Bohrer. What the fuck? Er nahm das Handy in die andere Hand und dachte sich so, jetzt schreibe ich Geschichte. Das ist so, Bro. Ehemalige Reddit-Memer, nachdem Twitch die Partnerschaft angenommen hat. We have to go back. Oh boy. Oh boy, ihr habt's editiert. Oh boy, ihr habt's editiert. Es brennt hier. Alter, bin ich blöd. Das Reddit, es wird wieder eröffnet. Hübi ruft um Hilfe. Ich bin homoerotisch. Und die Meme-Community wird antworten.
Das Mimen soll beginnen. Es brennt hier. Alter, bin ich blöd. Oh, es ist gut. Beliebiges Wort existiert. Ich, wenn ich es als Emote im Twitch-Chat darstelle. True. 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 Wahrheit. Okay, passt auf. Ist ihm gegönnt? Hyper ist einfach... Danke, Angie. Dankeschön. Ja, wir gehen jetzt mal in die Top des Jahres. Wir gucken jetzt mal, was das Jahr, was wir dieses Jahr bisher so verpasst haben. Oh, warte mal, das ist, ach verdammt. Kann ich Top nur dieses Jahr machen? Top des Jahres ist halt quasi der letzten 12 Monate. Ist halt total dumm mal wieder. Ist halt mal wieder, das Reddit hat mittlerweile auch seine IQ gesenkt. Es geht nicht, ne? Freeze Frames in Mario Kart. Google mal Mario Kart Waluigi Jumpscare. Okay. Oh, Bruder. Ich ahne Böses. Strong. Sehr strong. Hübi stirbt mit 69. Nintendo am nächsten Tag. Die Bastarde. Oh boy. Du wurdest zu Hide and Seek mit Smallland eingeladen. Du wunderst dich, warum er deinen Namen so komisch ausspricht. Er meint gar nicht dich, sondern deinen mexikanischen Cousin, Webby. Was mit diesem Burrito? Mit diesem random Burrito, der mir unter der Achsel klemmt. Alle anderen Leute auf der Gaming Convention in München. Diese Eltern mit ihrem Kind. Ey, es sind, also ich wurde gewarnt, dass das Reddit quasi komplett unbrauchbar ist. Ich muss sagen, ich finde, wir haben bisher eine sehr gute Zeit. Ach, wie ich Harry Potter doch liebe, vor 3 Monaten. Gryffindor. Ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich bin einfach am Ende. Gryffindor. Wenn du Rocket League spielst und auf Smurf triffst, die Ceiling Pinch Double Bap Flip Resets in dein Tor machen. Komm da runter, ihr Bastard. Immer wenn ich nur diese Farben sehe. Bruder, nee. Bruder, wenn dann... Bro, Alter! Jetzt sehe ich erst, wie der aussieht. Digga, was ist mit Tobey Maguire passiert? Digga, sieht das cursed aus. Bro, so würde ich mit dieser Frisur aussehen. Das ist sehr unangenehm. Ich, wenn ich das erste Mal mein fertiges Meme lesen, es ziemlich witzig finde. Ich, wenn ich mein Meme zum 10. Mal lese und einfach nur hoffe, dass es von dem Mods wegen Lore hervorgelöscht wird. Das kenne ich in Jokes, die ich in meine Videos einbaue. Oder Justin auch aus dem Videoschnitt, ne? Du hast eine richtig geile Idee, du machst einen richtig kranken Edit. Aber jeder, der schon mal ein Video geschnitten hat, weiß, dass du halt wirklich eine Szene, wenn du gerade viel Keyframes oder wenn du viele kleine Effekte mit vielen unterschiedlichen Bildern einfügst, musst du halt wirklich, also ungelogen, 20, 30, 40 Mal immer wieder diese 5 Sekunden anschauen, die du gerade editierst. Und wenn du fertig bist, denkst du dir, wer soll sowas witzig finden? Weil du einfach komplett das Gefühl für den Witz verlierst, weil du ihn dir einfach innerhalb von 20 Minuten 50 Mal reinziehst. Da steckt sehr viel Wahrheit in diesem Meme. Das Reddit, wenn sich Hübi regelmäßig mit dem Reddit befasst. Das Reddit, wenn es auf sich alleine gestellt ist.
Freunde, wir sind zurück. Wir sind zurück. Es riecht irgendwie verbrannt. Lehrer? Eine Aufgabe schaffen wir noch. Mit diesem Nebel! Mit dieser Nebelmaschine! Oh, Bruder! Oh mein Gott, oh, ist das gut. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Subnautica? Wir brauchen ein Emote davon. Nein, wir brauchen kein Emote davon. YouTube und Twitch-Mods, die Hide and Seek und Minecraft moderieren müssen. Weil wir uns die nur 5 Tage überprüfen müssen. Eure Arbeit kommt zurück, meine Damen und Herren. Eure Arbeit kommt zurück. 1.000 Upvotes auf R the Owl House. 1.000 Upvotes auf ich IEL. 1.000 Upvotes auf R Hübi. Wie viele haben wir mit... Pass auf, wir machen mal Best of All Time. Wie viele 1.000er haben wir? Ich meine, es war ja vor allem dann zu den Anfangszeiten, ne, wo noch sehr viel im Reddit los war, wo es Reddit neu war. Wir haben wirklich... Oh, wir haben einige 1.000er. Bro. Ah, sind ja schon ein paar. Wir fast alle wahrscheinlich von vor 2 Jahren. Ganz einfach, weil damals das Reddit im Hype war. Und wenn man einmal hier ist, dann werden die natürlich auch von allen gesehen, die dann auf Beste aller Zeiten gehen. Die kriegen ja dann auch mehr Upvotes, weil sie schon da oben stehen. Das ist wirklich strong. Ich glaube auch, wir machen an der Stelle übrigens jetzt bei Reddit erstmal Schicht im Schacht. So, es gibt bei mir immer so ein Pensum, wo ich dann so genügend Memes gesehen habe. Und ich glaube, wenn wir jetzt wieder reingehen würden, so, das wäre nicht der gleiche Vibe.